schnell raus hier, bevor uns die ganze Hütte um die Ohren fliegt. Wie komme ich jetzt am schnellsten hier raus? Okay, wir haben zwar keine Zeitbegrenzung, aber ich mach's mal dramatisch. Oh nein, jetzt müssen wir wieder da oben lang, oder was? Kommen wir nicht einfach hier durch die Tür? Oh nee, ne? Gott sei Dank, hier ist eine Treppe. Bringt uns aber auch nicht viel. Na, guck mal, vielleicht finden wir hier noch was hier. Ja, nichts Tolles. Scheiße, ich habe auch keine Mana-Tränke mehr. Ja, da komme ich nicht hin. Boah, das ist so laut hier. Ich komme da nicht hoch, verdammt. Shit, ey. Hier komme ich auch nicht durch, oder? Mann, was ist das hier für ein Verein? Okay, versuchen wir nochmal hier lang. So wie wir gekommen sind. Übertrieben laut hier. Nein. Mist, ich wollte auf den Wal da drauf. Da kommen wir aber nicht drauf. Soll ich denn jetzt wieder rauskommen hier? Taub hier, ey. Ich will hier raus. Nein, lass mich in Ruhe. Nix wie raus hier. Puh. Meine Fresse. Endlich draußen. Gott sei Dank. Das ist der Hexenfluch. Warnung.
Der Gegendruck in den Rohren. Ganz schwer überschüttet. Alle Mitarbeiter müssen sofort das Gerät machen. Scheiße, ich habe keine Mana-Tränke mehr. Das heißt, ich muss jedes Mal warten, bis sich der Teleport wieder aufgeladen hat. Wir sind geliefert. Der Regent wird das nie verzeihen. Ach, scheiß auf den Regent. Fängt der gut an hier. Keine Sorge, ich finde dich schon. Ach, du findest gar nichts. Hey, gut, dass du hier in der Nähe bist, abschauen. Wie konnte ich ihn verlieren? Na los. Was führt ihr dort für blutige Rituale durch? Wo habt ihr diese heidnischen Bräuche her? Ach, ich muss zuerst Sena killen. Wer hat irgendwer hinter ihm? Ich werde dir die Eingeweide hören. Ach, ihr werdet gar nichts. Da. Hast du was verloren? So, Billy Lure kam aber gerettet. Auftrag erledigt, würde ich sagen. Danke. Gehen wir, bevor sie die Hunde loslassen. Rennen Sie, wenn Sie leben wollen. Rennen Sie! Ah, was haben wir denn hier? Na, gucken wir aber nochmal kurz. Gesundheit-Elixier, wunderbar. Ah. Slackjaw und Corvo gesucht. Aber wir nicht. Wer summt hier so rum? Rattengift. Wir müssen die Kanalisation von der Rattenplage befreien. Stellt sicher, dass diese Kiste Pilke vielleicht zur Seite gestellt wird, damit wir es mit Rattengift versehen können. Anschließend bringt es hinunter zum Hafen, damit wir es in der Kanalisation verteilen können. Hauptmann Galloway. Unbedingt Mana-Tränke. Ah, Sekunde, ich komme. Tada! Stimmt was nicht, Out? Sie konnten doch töten, ohne zu zwinkern. Es waren sicher Hunderte. Justiziar Timsch lebt im Justizbezirk. Kenn mich dort gut aus. Was ich so höre, liegt Timschs Familie mit sich selbst im Krieg. Fragen Sie seine Nichte Talia. Ich zeig Ihnen am besten den Weg. Gibt heutzutage eine Menge verrückter Reicher, die sich mit Sokolovs Sicherheitstechnik eindecken. Hält Weiner und Plünderer fern. Vielleicht brauchen Sie mich. Komm ruhig mit. Noch nicht. Obwohl, hier ist glaube ich nichts mehr, ne? Mal hier mit den Zutaten. Aber hier wird nichts auf der Karte angezeigt. Hm. Egal, komm, dann geh mal. Sind Sie bereit? Yep. Gehen wir. Ah, Chaosfaktor steht doch wieder da.
Hat wohl doch wieder einen Einfluss. Ja, und chaotischer ging's mal wieder nicht. Aber naja, wie so oft. Berserker-Methode. Kommt man auch mit ans Ziel. Die Enteignung. Delilah malte einst Porträts vor Justitia Arnold Timsch. Ne, Justitia. Ein Gruppenedelmann, der mit juristischen Kunstgriffen Familien enteignet und deren Anwesen für den Lordregenten beansprucht, indem er sie fälschlicherweise als Seuchenopfer bezichtigt. Justitia Timschnichte Talia hasst ihn. Sie hat ihr versprochen, für einen gewissen Preis bei der Suche nach Delilah zu helfen. Trifft dich mit Talia, um herauszufinden, was sie weiß. Als junges Mädchen ging Delilah bei einem Bäcker im Dunwall Tower in die Lehre. Jahre später war sie Malerin in Sokolov-Kreisen. Justiziar Arnold Timsch bezahlte sie, um Porträts zu malen. Ihn kannte ich. Ein Edelmann aus reichem Elternhaus. Eine korrupte Schlange, der das Vermögen der solchen Opfer für den Lordregenten eintrieb und dadurch erneut zu Reichtum kam. Aber Justiziar Timsch trug auch eine Privatfehde mit seiner Nichte aus. Es ging um das Familienvermögen. Lurk hatte wahrscheinlich recht. Wir sollten erst mit der Nichte sprechen. Die Fehde mit dem alten Justiziar könnte hilfreich sein. Ich ließ ihr eine Nachricht zukommen. Und sie behauptete, Dinge über Delilah zu wissen, die niemand kannte. Aber ihr Wissen habe seinen Preis. Ich war nicht überrascht. Und traf sie. Neue Verbesserung. Explosivbolzenkapazität 1. Ah, wir haben ja schon wieder ein bisschen Kohle gesammelt. So, aber bevor wir hier Verbesserungen machen, kaufen wir erstmal ein paar Mana-Tränke und sowas. So, ist zwar jetzt nicht mehr viel übrig geblieben, aber ich brauche die Dinger auf jeden Fall, sonst sieht es schlecht aus. Ja, Bolzenkapazität machen wir mal. Runenkurier. Nehmen wir auch mal. Runen kann man immer gebrauchen. Und los geht's. Ein Toter mehr macht nichts, oder? Nö. Passt schon. Talia müsste in der Trevor's Close warten. Einer Gasse hinter der Lichtmauer. Sie erkennen sie an den drei weißen Schädeln. Okay, du heißt Billy, aber du hörst dich an wie eine Frau. Obwohl Billy kann ja auch ein Frauenname sein, oder? Das ist ja so ein armer Wal. Probleme schon im Keim. So will es der Justiziar. General Turnbull will sich das wohl ansehen. Er will die ganze Stadt so führen. Wird auch Zeit. Ich weiß nicht, was stellen die da? Wachen? Ist da hier? Ich wollte den eigentlich von hinten betäuben. Oh, hat ja wieder toll geklappt, wie so oft. Naja, wenigstens bei dem hat es geklappt. Dafür
dass er betäubt ist und hat aber hier eine kleine Blutlache hinterlassen. Wo haben die denn die Brune hingebracht? Egal, wir können ja schwimmen. Ich hoffe nicht, dass diese komischen Fische hier wieder sind, die einen die ganze Zeit anknabbern. Wie gewünscht. Vielen Dank. So, Zeit verlangsamen. Oder Vitalität. Zeit verlangsamen, meine ich. Ich habe mir schon so auf den Arsch gerettet. Ah, diese beschissene. Kurz hier die Nachtsicht machen. Der Hals da ist. Ich hab da einen gehört, wo ist denn der? Da. Wieso wird der nicht angezeigt? Sagen, ich gehe teleportiere mich da oben hin, aber das ist unter Strom, ist wohl nicht so clever. Ja, dann schon wieder diese scheiß Blitzdinger, da komme ich nicht durch. Shit. Der Typ hat uns wieder gesehen. Ach man, ich lern's nie. Hätte ich mal eher machen sollen. Oh Mann. Und wieder jede Menge Leichen hier. Alarm haben die gar nicht angemacht. Aber wieso kamen die dann alle angerannt hier? Naja, ich bin schon kleiner. Oh. Ich bin schon ein kleiner Berserker, wollte ich sagen. Obwohl, klein ist gut, ne? Schon der 30er Metzel immer hier. Sie haben die falsche Person erwischt. Ich an ihrer Stelle würde verschwinden, solange sie noch können. Ach ja? Wo wohnst du? Lass das Mädel in Ruhe. Schnapp den Jungs!
mal jemand hierher! Ah, mal die Typen mit der Knarre in der Hand. Was ist das Scheiße? Ja, super. Was soll ich da machen?